Moin Keule! Meine Fresse, ist das lang her, dass ich dieses Spiel angefasst habe. Aber heute ist es sogar mal ganz in Ordnung, wenn man den Mauszeiger sieht. Das ist nämlich vollkommen egal. Denn eigentlich wollte ich euch nur mal ganz kurz was zeigen, etwas Interessantes, was ich auf gamestar.de gesehen habe. Und zwar die gute Seite darksoulsdeaths.com hat eine, also da man seine Tode in Dark Souls ja nicht direkt verfolgen kann, hat diese nette Community hier, danke an dieser Stelle, ein wunderschönes Tool installiert, wo man hier seine Dateien hochladen kann, also seinen Spielstand, und das berechnet, wie oft man gestorben ist. Ich hoffe, das klappt soweit ganz gut, und ja, ich würde sagen, dann mache ich mal ganz kurz. Durchsuchen und, oh Gott, wo war es jetzt? Ku wartet mal kurz. Genau, okay. Ihr müsst da auf jeden Fall dann runter scrollen auf euer C-Laufwerk. Dann geht ihr auf Benutzer, auf euren Namen. Und dann geht ihr in eigene Dokumente. Sucht den Ordner NBGI, also Namco Bandai Games Idioten. Und dann geht ihr hier. Den muss ich mal grau machen, sonst kommen die ganzen Leute. Und dann ladet ihr das hier hoch. Dann öffnet ihr. Und dann drückt ihr Submit. Und was denkt ihr? Ich denke, ich bin bei 300 Toten. Oder? 300 Toten, kommt das hin? Egal, wir gucken einfach mal. Achso, hier unten steht es nochmal. Oh. Hätte ich mal vorhin gucken sollen, dann hätte ich vielleicht. Scheiße. Okay, gut, dann habe ich euch das nochmal so, ne? Egal. Was steht hier? Your shit out of luck. Sorry. Ach so, gut. Das geht übrigens nur bei PC-Usern. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Loading, loading, loading. Loading, loading, loading. Uploading. Gut. Jawohl! Ich habe fast recht gehabt. Und zwar der liebe Koi-Screamer hat 281 Mal ins Gras gebissen. Minus ungefähr 10, 15 Tode, die ihr bis dahin noch nicht gemerkt habt. Weil ich habe noch ein bisschen Endgame Plus gespielt. Und, also New Game Plus. Und da bin ich auch so 10, vielleicht auch schon 20, 30 Mal verreckt. Also ungefähr 250 Tode habe ich bis in meinen 145 Parts gelassen. Das ist besser als der Durchschnitt, denn in dem anderen Forum. Quatsch, in dem anderen Forum. Bei GameStar heißt es so viel wie. Hier unten. Hier heißt es so viel wie. Im Durchschnitt 650 Mal. 70% schaffen es zudem nicht, bis zum Abspann durchzuhalten. Oder durchzusterben. Das Durchsterben ist berechtigt. Und ich würde mal sagen, ich danke auf jeden Fall dieser Seite. Nochmal vielen, vielen Dank. Set for the Character. Gucken wir mal ganz kurz. Haben wir, ist hier irgendwas Lustiges noch? What's the highest playthrough? New Game. Ja. What's the furthest area you completed so far? 4 von 4 Dark Souls? Anno Landor? Bla bla bla. Ich hab. Oder? Ah ne, wartet. Wir sind im New Game Plus. Und wir sind. Im Undead Asylum, glaube ich, ungefähr. So, check all optional areas that you've completed. Lower Undead, das glaube ich. What's the favorite nickname or for Ornstein in Smough? Was? Was? Was haben wir denn da? Asterix Obelix, Atlas P, Fat Man and Robin, fuck this, I quit. Das ist gut. James and the Giant Peach, Jay und Silent, das ist nicht schlecht. John and Ray, The Night, Lone Hardy, Penn und Teller, Pikachu und Snorlax. Das ist nicht schlecht. Ren und Stimpy, Super Londo Bros. Timon und Pumba. Ich glaube, mein Lieblings war Fuck This, I Quit. Und Enough Digging Round, How I Do. Gucken wir mal. Gucken mal, gucken mal, gucken mal. Your average deaths per playthrough. 137. Okay. Global Average. 168. Your total deaths across playthrough 2? All playthroughs? Ja, 281. New Game Plus 2. Ja, das haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Okay, ja. Average deaths by play for all players. Ja, ihr seht ja, die Kurve ist ziemlich hoch. Also alle so um die 750 bis 1000.
glaube so um die 900. Also das ist schon ziemlich gut, wo wir hier stehen. Würde ich mal fast sagen. Ach nee, Players ist das ja, Devs. Ja, Leute, das war's. Favorite Nickname? Was ist es? Pikachu und Snorlax? Fuck this, I quit. Beim zweiten. Okay, Leute. Ich bin raus. Koi Screamer bedankt sich fürs Zusehen nochmal. Ja. Dann, ne?